Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringray. Wir spielen Super Mario Galaxy 2 weiter. Und jetzt sollte es eigentlich möglich sein, ganz eventuell, ja, einen fast Abschlussstrich hinter Welt 4 setzen zu können. Zumindest wenn wir das hier geschafft haben. Bowsers Schwerkraft Parcours. Oh, wieder ganz tolle Dinge auf uns warten. Schwerkraft. Das ganze Spiel spielt mit Schwerkraft. Also, was genau wollen sie einem jetzt hier sagen? Ob wir hier auch wieder Bowsers Schwerkraft Schlamassel? Ob wir... interessant. Oder so. Ob wir hier eventuell auch wieder gegen Bowser selbst antreten dürfen? Oder ob... Nö, Bowser Junior, das würde ja auch so heißen dann, ne? Also wird vermutlich wirklich... Bowser direkt wieder gegen uns antreten. Oh, das ist cool. Oh, die schöne Musik dazu. Und oh, überhaupt. Das sieht alles so gefährlich aus. Und genauso, wie man es haben will eigentlich. Glaube ich. Also, keine Ahnung, ob ihr es auch so haben wollt. Aber ich will das vorzugsweise tatsächlich genauso haben. Das war jetzt unnötig, wollte ich fast sagen. Aber nö. Da wurde ich ja sogar noch belohnt. Für meine seltsamen Aktionen, da jetzt einmal im Kreis laufen zu müssen. Die dummen. Nebenbei gut umgucken, weil hier irgendwo vielleicht was sein könnte oder so. Insbesondere die Kometenmünze. Die würden wir ja schon ganz gerne mitnehmen wollen. Was ist das hier für ein komisches... Achso, die Plattform senkt sich nur verdammt schnell dem Lavaboden entgegen. Das war dumm. Och, nicht ernsthaft. Ah, okay, es geht auch noch so. Oh, Schwein gehabt. Wie er das aus dem Stand aber auch machen kann. Mario ist echt ein Tausendsasser. Flup? Okay, das war jetzt sehr komisch, weil die Steuerung gerade seltsam ist. Ups. Ich musste auch wirklich nach oben drücken, damit er jetzt nach oben läuft. Also, das hat mir nicht so hundertprozentig eingeleuchtet, weil eigentlich... Müsste ich doch Mario weiterhin so steuern können, wie er... Aber... Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich nach rechts drücke, dann erwarte ich doch eigentlich, dass er jetzt nach oben läuft. Und wenn ich nach links drücke, dass er nach unten läuft. Aber macht er nicht. Ich muss halt nach oben oder nach unten drücken, wegen der Perspektive. Das finde ich ein bisschen komisch. Würde ich mir nicht so denken. Aber na gut. Das Spiel weiß es an der Stelle wieder mal ein ganz klein wenig besser. Deswegen will ich da mal nicht so sein. Jo, mir wurde übrigens gesagt, wenn ich schwimme, dann soll ich öfter mal hier so schütteln und so, weil dann würde das Ganze ein bisschen schneller gehen. Und wenn mir das so gesagt wird, dann kann ich das natürlich ab und zu auch mal... Ups. Wow. Kann ich das ab und zu auch mal so beherzigen. Ab und zu kann man ja wirklich mal was mit euren Tipps anfangen. Hahaha. Nein. Kann man bestimmt häufiger. Ich bin nicht immer eurer Meinung, was gewisse Einschätzungen von gewissen Situationen angeht, weil ich dann einfach so der Meinung bin, dass ihr absolut keine Ahnung habt. Aber andeutungsweise versteht ihr ja manchmal etwas von den Spielen, die ich spiele, und das ist dann vollkommen okay. Und dann hole ich mir auch ganz gerne mal Tipps. Oder nehme die dann bereitwillig an. Ups! Ups! Ups. Aber das muss ich auch an der Stelle einfach so machen, also dass ich nicht mit einem von euch einverstanden bin. Hat den... Ups. Moment, kann ich... Hilfe, ich bin verwirrt. Was genau wollen die jetzt von mir? Dass ich da im Kreis laufe oder was? Kann ich... Oh Gott. Ja, ich kann auch so entlang laufen. Oh Gott. Oh Gott. War das jetzt so gut? Ich weiß nicht, ich habe die Kometenmünze, deswegen passt das. Okay. So. Und du? Hallo, gib mir was. Oh, ein Meteorit. Bring ihn mit der Stampfattacke. Weiß ich doch, wie das hier funktioniert. Hm. Schön, dass ich hier nochmal neue Lebensenergie geschenkt bekomme. Und hier nochmal ein paar Sternenkristalle. Und... Ja, genau so nicht. Mir war schon klar, dass ich die Bowser-Dinger treffen muss. Da hatte ich ja das letzte Mal so meine Probleme. Weil ich dachte, ich müsste die schwarzen Dinger treffen. Erinnere mich irgendwie auch so ein bisschen an... den Endgegner aus Lilac Wars, Area 6, der auch so ein komisches... Ja, diese schwarzen Dinger erinnern mich so an ihn. Der hatte, glaube ich, auch so Klauen oder so, die so ähnlich aussahen. Erinnere mich total daran. Was soll's?
Ja, mein Gott. Ich spiele zu viele Spiele. So, ups. Sesam, öffne dich. Die Welt an sich war jetzt eigentlich weitestgehend okay. Hätte schwerer sein können. Aber das sage ich jetzt. Und später, wenn der Komet dazukommt, dann Pech. Hallo? Hier fehlt doch jemand. Flubbi flub. Hi. Du hier. Nun gut. Immerhin bist du mein Erzfeind. Daher ergibt das Sinn. Ja. Aber bis hierhin und nicht weiter, Mario. Ich werde dich jetzt zu Sternenstaub zermalmen. Nein, wirst du nicht. Das sag ich dir jetzt einfach so. Okay, also, wieder altbekanntes Problem. Bowser kann alles, wir können nix. Hui! Oh Gott! Ah, Schockwelle. Die Schockwelle der alten Ahnen, ja? Soll es diese Fähigkeit sein, Bowser? Nun, wenn dir das genehm ist, dann okay. Muss ich eigentlich... Also ich hoffe sehr, dass nicht. Au! Ja, die hinterlassen auch Schockwellen. Diese, ich glaube. Hilfe? Au. Ich hätte jetzt für einen kurzen Moment gedacht, dass ich eventuell... Auf seiner Faust nach oben laufen muss zu ihm. Hin. Aber kann sein, dass ich mich da massiv täusche. Ja, okay, das ist, glaube ich, besser. Genau, dann machen wir nämlich so. Und dann können wir ihn auch tatsächlich treffen. Aha, das altbekannte Prozedere. Na gut. Das altbekannte Prozedere. Aber es wäre eigentlich auch ganz cool, oder? Wenn man so auf ihn langlaufen könnte. Wenn er schon so groß ist, und wo das Ganze schon fast Shadow of the Colossus Ausmaße annimmt. Also, es würde in meinen Augen durchaus Sinn ergeben. Ja, cool. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir, weil ich ihn nicht richtig hingelockt habe, so wie ich ihn hätte locken sollen. So, ja, genau. Neuer kleiner Klunker, neuer kleiner Bowser. Und, ja, drüber hinaus. Das ist von der Perspektive her aber auch echt nicht so einfach. Wenn das alles so über Kopf ist und so, dann muss man genau den richtigen Winkel ja auch treffen, damit die ollen Steinchen in die richtige Richtung fliegen. Aber, na gut. So, jetzt vielleicht ein bisschen so positionieren. Ja, das war ein Treffer. Alle guten Dinge sind drei, hoffe ich. Alles andere könnte auf Dauer ein bisschen nervig sein. Nein, ach Gott. Warum ging das jetzt auf einmal so schnell? Nicht mit deiner Flammensäule der Verdammnis. Hier bitte einschlagen, hier bitte einschlagen. Genau. Dankeschön. Ups. Nicht alle guten Dinge sind drei. Vielleicht sind alle guten Dinge ja vier oder so. Es sieht schon toll aus. Es sieht schon wirklich toll aus. Bin gespannt. Wenn ich das hier aufnehme, ist die E3 noch nicht gelaufen. Oder vorbei, oder wie auch immer. Dementsprechend weiß ich nicht, ob Nintendo vielleicht etwas in Richtung HD Mario Galaxy angekündigt hat. Ich glaube und hoffe zwar immer noch nicht, aber ja, ich weiß es nicht. Weil ich halt der Meinung bin, dass es absolut unnötig wäre. Aber gut, sollen Ressourcen lieber in andere Dinge stecken. Was? Wie konntest du? Aber warte nur, du Dummerchen. Wow, jetzt hast du mich aber beleidigt. Du hältst mich nicht auf. Mein Plan ist schon zu weit fortgeschritten. Ja, okay. Gut zu wissen. Ja, Bowser. Dann setze doch deinen ominösen, tollen Plan fort, wenn du der Meinung bist, dass das schon so richtig ist. Ich für meinen Teil krall mir jetzt erstmal diesen super coolen, extra mega super Hyperstern. Und der auch noch super special awesome ist übrigens. Und erfreue mich daran, dass ich damit Welt 4 abgeschlossen habe. Yay! Und einen weiteren Haken in der Super Mario Galaxy 2 Historie meines Let's Plays machen kann. Also,
Welt 4 halt abgeschlossen. Es ist Fortschritt. Mehr wollte ich nicht. Damit ist uns jedenfalls der Weg eröffnet in eine gänzlich neue Welt, die sich vermutlich Welt 5 schimpfen wird. Es ist nur so eine Vermutung. Übrigens noch eine Kometenmünze eingesammelt. Passt. Alles klar. Du hast es geschafft. Das war der 4. große Stern. Ein weiterer Kampf gegen Bowser? Ist er etwas stärker geworden? Du siehst ein wenig erschöpft aus. Wir müssen den Unhold unbedingt aufhalten, bevor er noch mehr an Kraft gewinnt. Also machen wir weiter. Ich sag mal, alle Mann an Bord und Leinen los, Steuermann. Ja, Leinen los. Was total unsinnig ist, weil hier sind keine Leinen auf diesem Raumschiff. Turbolos, vielmehr. Mit echter Bio-Turbo-Weltraum-Energie ist unser Raumschiff natürlich betrieben. Sternenergie, ja. Biologisch abbaubar oder so. Aha, da haben wir wieder so einen kleinen Luma, den wir ein bisschen füttern dürfen. Und generell scheint hier viel zu los zu sein. Oh, dieser Ort sieht aber ziemlich gut bewacht aus. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir uns der feindlichen Heimatbasis nähern. Die Bösewichte erwarten uns mit Sicherheit schon. Aber du schaffst das, Steuermann. Okay, jetzt wollten sie uns durch die Blume sagen, dass das Spiel immer schwieriger wird, ja? Verdammt. Raumwirbelgalaxie. Okay. Wir gucken mal rein, ne? Weil so schlimm kann es ja im Endeffekt gar nicht sein. Das hier ist jetzt so ein komischer Satellit oder was auch immer. Der hochspannende Hindernisparcours. Hier ein bisschen hüpfen, da ein bisschen springen und boah, das sieht ein bisschen übel aus. Erinnert mich an Sonic Adventure 2 Battle. Eine der letzten Stages, die man mit Shadow the Hedgehog absolvieren durfte. Da waren irgendwie auch so komische Säulen. So komische Säulen, ja, die waren da. Und diese komischen Säulen. Flupp! Bei diesen komischen Säulen, da waren auch so Energiedinger und bla bla bla. War alles nicht so einfach. Oh. Oh. Ah, so funktioniert das hier. Aha! Interessant. Gut. Ja. Gut aufpassen. Umgucken. Wie auch immer. Weil wir benötigen ja die Kometenmünze. Die bestimmt auch hier irgendwo auf ganz fantastische Art und Weise versteckt sein wird. Wow. Dass der Sprung so richtig war, das war jetzt erstaunlich. Hierhin, dahin, wohin jetzt? Vielleicht so? Ja, das war eigentlich... Das sah ganz gut aus. Dort runter. Hui, wow. Hui, wow. Juhu. Britzel, Britzel, Britzel. Okay. Bis hierhin alles super. Ich hab's geschafft. Also, okay. Mehr Hochspannung. Dort will ich vermutlich rein. Irgendwas sagt mir der Fernseher, aber das finde ich doof. Hier unten! Ja, das sehe ich. Aber wie komme ich denn da unten rein? Da müsst ihr mir doch Bescheid sagen, gewissermaßen. Jetzt bin ich einmal drumherum gelaufen. Haha, Moment. Was ist das hier? Ach so. Nee, hier komme ich nicht rein. Ach so, doch, komme ich. Weil, Moment, irgendwas ist da drin explodiert. Ah. Hier, guck mal. Ja. Ja, ja, genau. Bombe, Bombe. Nein, ja, 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 ja. Und? Ja. Hat man nicht sofort gesehen. Aber okay. War schön. Endlich kann ich wieder raus. Für deine Hilfe hast du dir einen Tipp verdient. Du kannst den Bob-Omb mit einer Drehung stoppen. Hast du ihn aufgehoben, schüttle... Aha. Drehung, schütteln und so weiter. So. Hast du ihn aufgehoben? Ich habe ihn aufgehoben. Oh, ich glaube, ich hätte jetzt hier noch irgendwas anderes machen können. Das war jetzt irgendwie doof. Dass ich direkt in den Stern rein bin. Das sah irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so aus. Ah, die Sternkristalle da hinten kann ich mir noch gar nicht organisieren. Das ist ja fast schon ein bisschen fies. Ich renne einfach mal weiter, ne? In der Hoffnung, dass das gut ist. Ah, guck mal. Die Bombe, kann ich mir hier zum Beispiel organisieren und dann mal hier so werfen. Und dann bringt mir das gar nichts, weil... Ach so, hier kommen die Bomben nur raus. Ach so. Ich dachte... Narks. Scheiße. Ich dachte, dass ich...
das Ding mit einer Bombe aufsprengen könnte. Aber so ergibt das natürlich gleich viel, viel mehr Sinn. So. Ja. Mehrere Explosionen, bitteschön. Hui. Ja. Da ist der Hui-Faktor, der ins Unermessliche steigt. Wow. Ich glaube, da hatte ich sogar Glück, dass die Elektrobarriere gekommen ist. Sonst wäre ich da runtergefallen. In das schwarze Loch der Verdammnis. Oh. Ich habe Angst. Aber ich glaube, ich muss gar keine Angst haben. Vielleicht andeutungsweise nur ein bisschen. Man muss einfach nur ein bisschen schnell machen. Obwohl, schnell machen ist immer blöd. Mach mal nicht schnell, Hering. Mach mal lieber ein bisschen langsam. Mach mal lieber so, dass es auch dir Spaß macht. So, okay. Nein, 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 nein! Weil ich zu gierig auf den Scheißkram im Hintergrund war. Ach, verdammt. Hätte ich mal lieber normal weitergemacht. So. Dann jetzt aber. Bombe sichern. Bombe werfen. Gleich weitergehen. Wow. Ihr komischen Kreiseviecher. Kann ich euch eigentlich... Ja, doch. Kann ich sogar ziemlich leicht mit einer Drehattacke einfach fertig machen. Warum habe ich denn überhaupt Angst vor euch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Probieren wir das Ganze noch einmal. Okay, bis hierhin alles super. Dann so. Dann so. Wow, dass das gut gegangen ist. Grenzt an ein Wunder. Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank. Kralle dich an das Richtige fest. Dann hast du auch keine Probleme. Oh oh. Ich ignoriere jetzt alles, was im Hintergrund ist. Einfach weil ich, wow, zu viel Angst und Respekt habe. Ich glaube, man kann es ein bisschen verstehen. Nein! Warum sind da so viele Dinger? Pff, halt! Wow! Das war jetzt zugegebenermaßen ein bisschen Glück. Aber okay. Finde ich in Ordnung. Yes! Gut! War ein verhältnismäßig gelungener Einstand in Welt 5. Behaupte ich jetzt einfach mal. Schreibt mir doch das Gegenteil. Aha. Der hochspannende Hindernisparcours. Wir haben ihn erfolgreich überstanden. Und jetzt stehen uns alle Möglichkeiten hier offen. 4 neue Welten und ein Luma, der gefüttert werden will. Finde ich gut. Aber ich glaube, beim nächsten Mal machen wir trotzdem wahrscheinlich erstmal wieder nochmal bei dem komischen ja, Hindernis-Parcours-Gedöns-Dingens weiter, weil da wird vermutlich noch ein zweiter Stern auf uns warten. Okay, aber ja, wie gesagt, das ist dann das Programm für das nächste Mal. Super Mario Galaxy 2, huhu. Ich sag für den Moment dann auch erstmal wieder tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.